das Fahrrad sicher am Bahnsteig verschließen. Diesem Thema widmet sich ein Pilotprojekt namens Bikebox. Die Wiener Lokalbahnen und ein Startup namens Velovio testen diese besonderen Radgaragen nun in Guntramsdorf. Mehr Menschen fürs Fahrrad begeistern, das hat sich ein Salzburger Startup-Unternehmen zum Ziel gesetzt. Nun wurde das erste Bike-Deck im Haltestellenbereich der Badener Bahn in Guntramsdorf aufgestellt. Als modulares Fahrradmöbel konzipiert, die Idee dahinter, die doppelte Nutzung der Stadtfläche. Der Clou, dass auch die Dachfläche benutzt werden kann. Dadurch entsteht eine zweite Ebene, ohne dass dadurch Fläche verloren geht. Im ersten Stock können sich Sitzflächen oder Gärten befinden. Grundsätzlich sind der Nutzung keine Grenzen gesetzt. Unsere große Vision ist natürlich, die Infrastruktur zu verbessern und mehr sichere Abstellplätze in Städte zu bringen. Und da haben wir uns gedacht, wenn man die Fläche doppelt nutzt und oben noch einen sozialen Treffpunkt und Sitzflächen installiert, dann ist es einfacher für Städte, Radboxen in der Innenstadt aufzubauen. Wir bieten hier eine Bikebox, die man kurzfristig mieten kann, die man aber auch nutzen kann, um sich ein bisschen zu entspannen oder auf die Badener Bahn zu warten. Und diese Doppelnutzung ist, glaube ich, vor allem für junge Leute oder auch für junggebliebene Fahrradfahrer eine gute Alternative zum Auto. Und vor allem Radfahrer, die wirklich ihr Fahrrad auch einsperren wollen, weil sie Angst haben, dass es gestohlen werden kann, die sollen hier noch mehr Sicherheit haben und kurzfristig auch einen Abstellplatz für ihr Fahrrad mieten können. Freut mich insofern, weil es auch den Schwerpunkt mit unterstützt, den wir im heurigen Jahr als Gemeinde fahren und leben, nämlich den Ausbau unseres Radwegnetzes. Und da ist so eine Einstellmöglichkeit, eine sichere Einstellmöglichkeit für die immer teurer werdenden Räder, auch E-Bikes, ganz einfach herzlich willkommen und ein sehr innovatives Projekt. Was muss man machen, wenn man so eine Radbox nutzen will? Also das ist eigentlich ganz einfach, das geht über eine App gesteuert, das ist hundertprozentig autark. Auf der Box gibt es einen QR-Code, der wird abgescannt, dann wird man eben auf die Buchungsplattform weitergeleitet. Man muss sich kurz registrieren und dann kann man schon auswählen, welche Box möchte man buchen, wie lang möchte man die Box buchen, kann es vorreservieren und gleich online bezahlen und bekommt dann einen QR-Code, kann die Box aber auch direkt in der App öffnen und dann einfach sein Fahrrad sich einparken. Ich hoffe, wir sind bald die erste Gemeinde in Niederösterreich oder an der gesamten Dresdner Straße. Überall in Niederösterreich befindet sie sich ja nicht, die an der ganzen B17 im Ortsgebiet einen Fahrradweg hat. Ich hoffe, dass der irgendwann einmal bis zum Gürtel nach Wien durchgängig geht, weil alle anderen Alternativen in Wirklichkeit schlechtere sind. Und das sind aber kleine Bausteine, die ganz wichtig sind für die Bevölkerung, damit man, wenn man nicht mit dem Fahrrad fährt, auch zum öffentlichen Verkehrsmittel sicher kommt und keine Sorge haben braucht, dass während man im Büro in der Arbeit ist, ein anderer einem das Radl stiehlt. Nach wie vor seien viele Radfahrer auf der Suche nach sicheren Abstellplätzen. Wenn ein E-Bike-Fahrer mit seinem Fahrrad in die Stadt will, aber nicht weiß, wo er es parken soll, kann das ein Entscheidungsgrund gegen das Fahrrad sein. Für die Zukunft ist auch die Integration von E-Bike-Ladestationen angedacht. Kurzum, Mobility as a Service. Schauen wir mal, wie es angenommen wird. Sicherlich eine Frage auch, wie die Online-Buchungen aussehen, wie die Frequenz aussieht. Aber ich würde mich freuen, wenn diese Box oder vielleicht auch eine größere Einheit dann in Zukunft auf unserem Bahnhof dauerhaft stehen. Natürlich ist Sinn und Zweck dieses Projektes, das auch auszuprobieren und tatsächlich zu sehen, kann das funktionieren, wirkt das? Und das kann man eigentlich nur machen, indem man es tatsächlich auch hinstellt und anbietet. Und man kann das buchen online und all diese Systeme, die hier zusammenspielen, das zeigen wir hier an der Haltestelle Guntramsdorf. Wie lange kann man die Box nutzen und wie viel kostet es? Also die Gebühren fangen an bei 1 Euro. Man kann es Minimum 2 Stunden buchen, geht aber bis zu wochenweise und monatsweise, wenn man zum Beispiel Pendler ist und weiß, man braucht die Box regelmäßig hier am Bahnhof in Guntramsdorf.